Sie rissen Bilder von den Wänden, zogen Schubladen auf den Kommoden, schmissen Kleider umher. Als sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah ich die 7 SS-Männer mit Hakenkreuzarmbinden, die in mein Zuhause eingedrungen waren. Als mein Großvater kam und mir half, meinen Vater wieder auf die Beine zu ziehen, nachdem er von den Polizisten zusammengeschlagen wurde, hatte ich es verstanden. Papi musste Kuba verlassen. Noch heute. Ich schaute an meinem Haus hoch. Die gesamte Vorderseite war weggebrochen. Es war, als schaute man in ein gigantisches Puppenhaus. Spätestens jetzt war klar, dass wir nicht in Aleppo bleiben konnten. Der Weg über das Meer war unsere letzte Hoffnung. Hey, ich bin David. Hey, voll lustig, ich auch. Wo lebst du? In Hamburg. Und du? Kampala, Uganda. Warum willst du weg aus Uganda? Weil ich sonst eingesperrt werde. Warum sollst du eingesperrt werden? Weil ich mit einem Freund beim Sex erwischt wurde. Von seinem Vater. Ich bin 16. Bin heil aus Uganda rausgekommen. Jetzt in Lagos. In Lagos? Da gibt's doch die Todesstrafe für Schwule. David. David? Ich sitze in meinem Zimmer mit meinem Mathebuch vor mir und habe noch keine Aufgabe gelöst, als es losgeht. Es hat sich die ganze Woche über aufgebaut. Er wird immer stiller, bevor es aus ihm herausbricht. Und während unser Vater uns immer mehr zusetzt, interessiert sich die Stadt nur für die Krähen. Ein Vater wirft seine neugeborene Tochter durch die Luke eines Güterzuges hinaus in den Wald und rettet sie so vor dem sicheren Tod im Vernichtungslager. Sie spürt, sie ist Mutter geworden. Glücklich und schrecklich beunruhigt zugleich. Beschenkt und überfordert. So wie die Tage folgten auch die Züge aufeinander. Die arme Holzfällersfrau wiegt sie noch immer, hält sie fest an sich gedrückt und bedeckt ihre Stirn mit süßen Küssen. Die Züge fuhren vorbei. In den plombierten Waggons ging die Menschlichkeit zugrunde. Und der Menschheit schien das gleich zu sein. Und auch die arme Holzfällersfrau sah sie nicht mehr. Eingesperrt für ihre Herkunft. Alles verloren, heimatlos. Feinde im eigenen Land. Kinderaugen hinter Stacheldraht. Wo ist die Gerechtigkeit? Ich bin Dr. Fernandes, Leiterin der Kinderpsychiatrie. Ich bin auf das Wohl von Kindern spezialisiert,
die traumatische Erlebnisse gehabt haben. Ich bin nicht deine Feindin. Ich will dir nichts Böses. Ich möchte dir helfen. Man spricht nicht mit den Menschen von draußen. Niemals. Die lügen. Kannst du mir vertrauen? Vielleicht ein bisschen? Trau dich. Hör nicht auf sie. Das sind alles Diener der Schlange. Sie verdammen deine Seele, schänden sie und schicken sie in die Hölle. Vielleicht fangen wir mit etwas Einfachem an. Kannst du mir deinen Namen sagen? Versuch's doch einfach mal. Ich bin Moonbeam.